Herzlich willkommen zur 35. Folge Space Exploration mit dem Felix. Guten Tag. Hallo. Ein bisschen jetzt Theater machen. Bist du nach da Theater machen gegangen und die andere Stelle, wo du vorher warst, greifen sie jetzt an. Ja, da kann ich jetzt schlecht hin. Jetzt chillt doch, ich bin doch gleich da. Ey, ich hab gesagt, beruhigt euch. Felix, hast du schon mal ein paar... Verdammt, ich habe kein Jetpack-Fuel mehr. Das gibt's doch nicht. Okay, ich bin tot. Was hab ich schon mal? Nee, hat sich jetzt dann gerade damit erledigt. Wieder an der Strom. Wie sind die jetzt da schon wieder reingekommen? Ja, vorhin da hinten hin. Ja, ich werde gleich mal ein wenig Theater machen gehen hier überall. Aber wieso hat denn mein Fida-Gerät hier nicht reagiert und hat mich gefüttert. Oder habe ich zu viel Schaden bekommen? Oh. Keine Ahnung. Abgeschossen. Ja, jetzt chill doch mal. Ich flieg doch gerade alle Positionen ab. Ich bin auch nicht der Schnellste. So, und jetzt komme ich hier hoch, Alter, und alle Viecher sind roundabout versammelt um meine Leiche und ich komme da nicht mehr ran. Möglich, ja. Sind sie tatsächlich? Echt? Oh! Ich will doch nutzen meinen Turm wieder zurück. Du könntest erstmal ganz kurz zu mir mit hochkommen, kannst du meine Viecher wegmachen und dann darfst du deinen Turm zurück. Und dann kann ich nämlich weitermachen. Und dann wir sollten die Angreifung vielleicht ein bisschen besser werden, hoffe ich doch mal. Links, links, links. Sehr schön. Bist du echt gegen die letzten drei Viecher gestorben, die dann noch nur noch gelebt haben vom Nest? Ja. Weil ich kein Jetpack-Fuel habe. Hast du Jetpack-Fuel zufällig? Nö. Ich flieg ohne Jetpack-Fuel. Ich flieg rein solartechnisch. Ja, hätte sein können, dass du keins mehr hast. Noch hab ich. Aber nicht mehr allzu viel. Oh, da ist noch ein Viech. Nochmal, wir mal in Opa rein. Hey, ich bin nicht Opa. Da ist Opa. Oh, jetzt macht er das Viech tot, das arme Viech. Was hat es dir getan? Wo sind meine letzten Türme? Oder hast du die eingesammelt? Ja, die eingesammelt. Wieso hat das nicht funktioniert? Ich spiele eine neue, etwa hier für 1020 requires. Ach, ja, okay. Requires a personal RoboPort to work. Das hatte ich nicht gelesen. Was willst du mit Energiewaffen schaden? Für die drei Lasertürme, die hier rumstehen, oder wie?
Mindestens 14, weil 14 habe ich schon aufgestellt. Davon wurden aber schon drei oder so zerstört oder sowas. Das kann nicht sein. Moment. Nein, falsch. Da. 20 stehen sogar. Wo ist das jetzt schon wieder? Ich bin blind. Ach, da ganz unten. Unten Main Boss. Ja, ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich an unserer Anlage für Fuel angekommen. Yay! Jetpack Fuel. So, jetzt brauche ich nur ein bisschen Eisenplatten. Frage ist bloß, wo ist das Viech jetzt denn? Wird sich schon melden. Kannst du eigentlich von ausgehen? So, von da oben kommen sie wohl von da, schätze ich mal. Nee. Von oben habe ich schon ein Nest weggerissen. Da. Das heißt, das Nest, also aber noch das Nest. Von unten. Fünfhundert Watt. Sicherheitsbehälter, Flüssiggas, dann kommt ein Medpack 2. Heilung 100 Gift. Und was machst du hier? Heilung 50 Gift. Unnötig. Was ist dein Problem hier? Ja, genau. Lass meine Türme doch heil. Oh. Immer diese Viecher, stalalalala. Machen ja nicht sowas. Die machen halt zu viel Schaden, damit die Türme überleben, weißt du. Das ist schlecht. Was haben wir? Wo kommt eigentlich die ganze Kohle her? So, ich brauche Munition und ich brauche Türme. Na dann, viel Erfolg. Hast du schon irgendwo Türme gebaut gehabt? Ich hatte Munition genauso irgendwo schon gebaut gehabt. Ja, Munition weiß ich, aber ich finde die Türme nicht. Die sind direkt daneben, eigentlich rechts weiter, oder nicht? Oh, dann machen wir mal so zurück. Moment. Ne, rechts daneben sind Strommasten. Rechts weiter, habe ich gesagt, und nicht rechts daneben. Mit die Türme. Und gib mir. Du hast ein paar Logistikputzer am Arsch. Warum? Weiß ich nicht, was du im Abfallinventar hast. Oh, Sachen. Na dann. Ganz viele Sachen. Ich sehe es schon. Wie denkst du, machen wir das am blödsten mit dem Schrott? Was können wir damit anfangen? Naja, es gibt halt
dieses eine Rezept Schrott in die Recyclinganlage und da bekommst du 10%ig Eisenerz, Kupfererz, Stein und Schweröl raus. Jedes halt Oh. 10%. Das heißt, es sind Okay. alles die Erze plus halt Schweröl. Ja, also sollte man das vielleicht mit, ja, machen wir mit Logistiksystem. Dass wir den Schrott einfach zentral reinpacken und das Erz dann halt einfach wieder raus transportiert wird. Dann baue ich Anforderungskisten dann bei den, was war es jetzt? Kupfer und Eisen, ne? Kupfer, Eisen, Stein und Schweröl. Ja gut, Schweröl müssen wir dann ja hinten bei der Ölanlage damit hinbauen. Und dann mache ich eine Anforderungskiste hinten einmal bei, ja, bei Eisen- und Kupferschmelze. Weil ich meine, wir kriegen ja auch genug Eisen und solche Geschichten durch diese ganzen lieben netten Frachtdinger da. Oder hier nicht Frachtdinger, hier Meteoritendinger da. Richtig. So, Fakt ist, wir sollten uns jetzt irgendwas einfallen lassen, was wir mit dem Strom machen. Naja, entweder Oder? halt Uran oder wir erforschen noch irgendwas anderes. Können wir ja anders erforschen. Es gibt ja so ein paar Dinge hier noch drin, die dauern aber ein bisschen, bis man da wäre. Was haben wir denn? Flüssigkeits-Wärmegenerator. Richtig. Ist doch nur für den Weltraum. Ich glaube, der Großteil ist nur für den Weltraum. Ich glaube, ziemlich neben Uran haben wir fast nichts mehr, so ziemlich als Option. Ja gut, weil wie gesagt, Kohle, Kohle ist halt schwierig. Weil wir hier unten, wir haben halt nicht so wirklich vernünftige Kohlefelder, wo ich jetzt sagen würde, alles klar. Naja, du kannst ja in dieser Heizkessel auch anderes Zeug als Kohle reinpfeffern. Gut, das könnte man auch machen. Da müssten wir halt, eine ordentliche Menge an Festbrennstoff machen. Was Genau. haben wir denn? Oder wenn man es ganz uneffizient machen will, halt Holz. Aber ich weiß nicht, ob wir irgendwie Holz künstlich erzeugen können. Nee, haben wir nicht. Aber ich meine, guck mal, wir haben ja hier vorne eigentlich relativ nah an der Schiene schon doch ein extrem gutes Feld. Das zwar ungern, aber es gibt später ein Rezept für Holz. Okay. Aufzuchtanlage, wenn wir dann. Die ist sogar gar nicht mal so weit weg vom Forschen her, aber wir müssten halt dann anfangen, Raketendinger herzustellen hier. Heißt, wir müssten erstmal Raketendinger. bis zum Wissenschaftspaket für Rakete forschen und dann müssten wir halt in den Weltraum. Und Vulkanitblöcke holen und chemisches Gel und Daten zum maschinellen Lernen. Und so weiter und so fort. Aber es gibt später so eine Aufzuchtanlagen. Okay. Gut, das heißt, wir sollten dann erstmal ein bisschen ein paar Satelliten in den Weltraum schießen. Sobald ich jetzt hier ein bisschen links bekomme. Die Satelliten bringen uns ja nichts, solange wir nicht selber da überhaupt in irgendeiner Hinsicht irgendwas mit anfangen können. So. Also, Ja aber gut, es. die Satelliten brauchen wir ja, oder die müssen wir reinschießen, damit wir überhaupt erstmal die Möglichkeit haben zu sehen, was wir für Planeten haben. Weil im Moment haben wir nur unser Novus. Oh, das war der falsche Star Map. Ach Naja, so, mehr oder ja, weniger. Starter und Satelliten haben wir noch nicht. Ja, wie gesagt, wir müssen erstmal einen Satelliten losschicken, damit wir überhaupt den Orbit sehen können überhaupt.
Echt, Mumm, stopp, zurück. Wie kommst du denn dahin, Kollege? Ja, von rechts halt, ne? Da und da. Und da ist auch gerade Angriff drin über Meisenfeld hinten. Okay, ich drehe nochmal um. Und schon fliegt doch mal ein bisschen schneller. Wo ist das Eisenfeld? Viel zu tief. Ja, rechts von dir jetzt. Ja, für das eine kleine Viech bist du geflogen, um deine Frage zu beantworten. Die wollte ich gar nicht stellen. Achso, na dann. Was für ein schlauer Mensch, Alter. Boah, ey, manchmal bin ich auch echt, so stolz auf mich, dass ich mich selber flachlegen würde, aber. Ja. Ja, irgend so ein schlauer Mensch hat gesagt, wir sollten mal Kohle eventuell auf den Mainbus packen und so. Ja, und Kohle brauche ich jetzt auf dem Mainbus sozusagen. So sieht natürlich auch der Strom hier, wird besser, ne? Wird nach und nach besser. Das nur, weil ich hier leergelaufene Erzfelder abreiße und die dann richtig viel Strom sparen. Ah ja, wenn du leergelaufene Öfen abbauen würdest, würde das mehr Strom sparen. Nee. Ich habe Warum? mir keinen leergelaufenen Öfen. Ach so, tragisch. Ja, aber Strom müsste jetzt gleich wieder gut dabei sein. Hoffe ich doch mal. Nö. Nie wieder. Oder? Jetzt wird es wieder weniger. Hey. Okay, ich muss jetzt mal da oben gerade einsetzen. Das regt mich auf. Jetzt hier für ein Radar. Ist von da unten noch so wenig. Da braucht die Basis hier zu viel Kohle. Ich hoffe mal, die Lasertürme fangen die Viecher gleich ab, die gerade an mir vorbeigelaufen sind. Sonst darf ich direkt gleich nach rechts weiterfliegen, so ungefähr. Okay, sie wurden abgefangen, glaube ich. Und warum nicht zu seiner Frage? Eine Eisenkiste hier mitten im Weg steht, okay. Oh, die können wir nicht klauen. Wo geht das Band hier hin? Das hat aber bestimmt auch keinen Sinn und Zweck mehr. Doch, doch, hier hat alles Sinn und Zweck. Ach so, das geht dahin. Das Band ist jetzt wieder voll. Das passt, das passt. Das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Komisch. Was genau passt denn da nicht? Weiß, woanders liegt. Wir brauchen einen Lauf, Wiesbender. Na dann.
Ich mal ganz kurz. Wo stehe ich denn gerade rum? Wo bin ich denn? Ich bin nicht auf der Karte. Da. Dann habe ich hier Platz. Und dann. Könntet ihr mal bitte hier ganz kurz Platz machen? Das wäre super. Hallo. So, Blueprint-Schienensystem. Habe ich den, das war es mein, den ich selber gebastelt hatte. Möglich. Wieso habe ich den da reingeschmissen? In das Buch. Es tut mir echt leid. Wollen wir mal ganz kurz Felix da unten hergehen. Also Glas und sowas, wir haben ja alles hier unten eigentlich. Kann ich mir hier irgendwo noch eine Maschine zwischenbasteln? Wo ist irgendwo und wohin willst du? Genau, oder Ich was brauche. brauchst du? Ich brauche Lasertürme und muss die irgendwo hier unten zwischenbasteln. Kannst auch unten drunter gehen direkt. Oder rechts, was weiß ich wohin. Oder weiter oben kannst du auch von mir aus hingehen. Hast du ja da unterm. Immer diese Leute, die mit Lücke kopieren und so, ne? Ja, irgendwie wollte er nicht so schnell, wie ich das wollte. Wir sind aber leider am Ende angekommen. Nein, Doch. das kann nicht sein. Doch. Da hast du dich mit Sicherheit irgendwie in der Folgenlänge verguckt. Nee, es ist leider richtig so, wie ich es sage. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, Felix. Genauso wenig wie du glaubst, wenn kein Essen bei dir im Kühlschrank ist und so weiter und so fort. Achtung, Scheiße, sind da viele Viecher. Wo sind die? Oben Kohle. Na, ja, siehst du, guck mal schon, schon ist sie voll nicht vorbei. Du Doch, bist erst noch da hoch. hättest du sie beendet, wäre sie vorbei. Alter, hört doch mal auf da! Das sind 30, 40 Viecher oder so. Vielleicht ist das ganze Kohlefeld weg, dann haben wir gleich keinen Strom mehr, dann haben wir wenigstens kein Problem mehr. Aber Felix ist wahrscheinlich schon oben. Ja, eventuell. Aber du kannst das Feld wieder flicken. Viel Spaß dabei. Haben wir hier Roboterabdeckung? Nö. Warum will er meine Türme denn nicht abreißen? Ja, irgendwie will er bei mir auch nicht arbeiten. Jetzt, warum willst du jetzt auf einmal wieder? Ah, Moment, ich weiß, woran das liegt. So, jetzt müsst ihr bei mir auch was machen. Wir hatten natürlich hier oben Roboterabdeckung eben gehabt. Weil ich hier gerade hochgeflogen bin. Das heißt, ich brauche noch irgendein Gerät, der sagt, Nanobot, Logistik, Interface, Gerödel, ihr dürft auch arbeiten, wenn ich da oben bin. Das war wegen diesem persönlichen Roboterhangar. Gut, jetzt aber, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.